So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Junior Varo. Und wir sind direkt nach der letzten Folge wieder auf dem Server gejoint, da einfach, dass wir das Gold wiederholen können und einfach noch ein bisschen hier weiter farmen. Und Leute, in 1 bis 2 Folgen wird es auch schon das Finale geben. Seid da auf jeden Fall schon gespannt drauf. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und auch schon ein bisschen aufgeregt. Ja, müssen wir einfach mal schauen, wie wir das machen, Leute. Wie wir das Finale gewinnen, eventuell sogar. 6 Goldäpfel. Kaum mehr was wurde, Leute. Minecraft Junior Varo, Folge 8, 9. 9 ist es, glaub. Was? Okay. Wir suchen Diamanten. 1 bis 2 Folgen vor dem Finale. Ist auf jeden Fall nice. Ich würde mal sagen, Finalvorbereitung. Sagen wir so, ich werde nach dieser Folge noch eine aufnehmen und versuchen, dass ich auf Fire Aspect enchanten kann. Weil das ist mir echt wichtig und weil das ist einfach auch noch ein so enormen Vorteil. Ich weiß nicht, wie die anderen mit Equip aufgestellt sind. Ich gehe einfach nicht davon aus, dass sie Fire Aspect haben. Deshalb hoffe ich einfach mal, ich bekomme das auch hin. Wieso auch immer mich jetzt jemand auf Skype anruft, das ist asozial. Geil. Man hört sie ja in der Aufnahme nicht, außer dass mein Ingame-Sound jetzt leiser ist. Ich werde den Typ einfach nach der Aufnahme auf Skype löschen. Das ist auch kein Problem. Weil, keine Ahnung, wenn mich Leute in Skype anrufen, obwohl ich in meinem Status stehen habe, keine Anrufe, ganz groß in Caps sogar, dann, keine Ahnung, wenn die Leute so blöd dafür sind, ist das einfach nur deren Eigenverschulden, weil das wird auf jeden Fall Folgen haben. Ich werde euch auch darauf hinweisen und so weiter. Ich werde sowieso keine Skype-Anrufe annehmen, weil ich dafür meistens auch einfach keine Zeit habe. Da habe ich einfach zum größten Teil keine Zeit dafür, mit jedem eine Stunde irgendwie zu reden oder so. Seien es auch nur 5 Minuten. Darauf habe ich eigentlich auch keine Lust. Darauf habe ich einfach auch keine Lust, mit jedem jetzt die ganze Zeit hier irgendwie zu reden. Genau. Ich glaube, das wolltet ihr auch nicht. So, komm mal. Schauen wir uns hier auf jeden Fall noch um. Hier oben kann man sich auch noch umschauen. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier oben. Vielleicht hat sie ja noch was. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, das war nicht nötig. Hier war nichts drin. Schauen wir einfach nochmal darüber. Vielleicht finden wir was, vielleicht auch nicht. Müssen wir einfach mal schauen, wie es hier aussieht, wie es hier ausgeht. Oh, ein Spawner, nice. Was ist das? Spinnenspawner. Okay, kann ich eigentlich töten? Kann ich eigentlich abbauen und die Spinnen töten? So, da geht sogar mein Schwert kaputt, mein Zweitschwert. Dann töte ich halt einfach wieder alles mit Spitzhacken und so weiter. Ein Eimer. Boah, brauche ich eigentlich gar nichts. Ich nehme einfach mal die Fäden mit. Ich weiß nicht, ob überhaupt Pferde verboten sind. Ich nehme es trotzdem mal mit, Leute. Ich nehme es trotzdem mal mit. So eine Iron Horse Armor und ein Sattel. Also Varo wird sowieso in einer Folge aus sein. 1 bis 2 Folgen mal schauen, wie lange es dauern wird. Auch unser Finale. Ich hoffe mal, das wird nicht so viel mehr echt Varo, dass man eine Stunde an sich vorbeirennt und dann in ein paar coolen Fights endet zwar. Aber keine Ahnung, das will ich eigentlich nicht. Was soll ich denn überhaupt noch machen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Schau mal in der Höhle noch weiter, ob es hier noch viel weiter geht, was es hier noch gibt. Am besten noch ein bisschen mehr Gold. Dann kann ich mir vielleicht noch einen Goldöffel mehr machen. Einen kann ich mir ja jetzt schon mehr machen. Vielleicht noch einen zweiten dazu. Nee, nichts mehr. Egal, dann baue ich mich hoch. Okay, wir sind oben. Direkt an dem Strand sogar. Okay, holen uns die Bücherregale raus. Stellen die auf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann können wir es hier nachher hinstellen. 1, 2, 3. Genau. Dann kann man es noch stapeln. Zack, zack. Zack. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Minecraft Junior Varo. Wenn euch diese gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und merkt euch, ruft mich nicht in Skype an. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.